Welches Potenzial, eine Frage an Sie beide, und wir fangen bei Herrn Buschmann an, räumen Sie denn dem Thema Wahlplakat heute ein? Ist das noch das Wahlkampfinstrument Nummer 1 im Jahr 2016? Das ist immer ganz lustig. Egal, welchen Dienstleister Sie fragen, ich weiß die Antwort immer schon vorher. Die was anders als Plakate verkaufen, sagen immer, das Plakat hat sich überlebt. Und die Plakatverkäufer sagen es natürlich nicht. Also, Sie müssen natürlich, wenn Sie ein Thema haben und wenn Sie eine Line haben, die Ihr Thema verdichtet und eine Visualisierung haben, wo Sie sagen, da kommt ganz viel von dem Kandidaten und dem Thema rüber, müssen natürlich dafür sorgen, dass Menschen das mitbekommen. Und ohne Plakat wird es deshalb nicht gehen, weil auch die Zweitverwertung dieses Motivs, also dass Medien darüber berichten, darüber schreiben, ja, hängt ganz stark damit zusammen, dass es noch das klassische Plakat gibt. Also der große Wahlkampfauftrag bei all den Landtagswahlen ist immer, wenn wir die Motive präsentieren. Da kommen Ihre Journalisten, Kollegen und sagen, Mensch, interessant. Und dann gibt es dann interessante Interpretationen, wer sich was da möglicherweise zu gedacht hat. Und das ist dann sozusagen die erste Welle, die anrollt, die den Menschen signalisiert, Achtung, der Wahlkampf geht los. Und so Pi mal Daumen stellen die Parteien sich so auf. Nehmen dann auch noch nicht alle wahr, aber es ist die erste große Welle. Und wenn es dieses Ereignis nicht gäbe, hätten Sie schon viel weniger Sensibilisierung schaffen. Deshalb werden wir noch sehr, 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 sehr lange das Plakat, das gut gemachte Plakat sehen. Die Auflagen sinken vielleicht etwas, weil man einen Teil des Geldes in andere Medienträger investiert, Displaywerbung im digitalen Bereich. Aber wir werden das Großflächenplakat noch viele, viele Jahrzehnte, bin ich fest von überzeugt, in der Kampagnenplanung erleben.